Horst E. ist FDP-Mitglied. Eine Sucht, die in Deutschland immer noch verharmlost oder totgeschwiegen wird. Immer wieder hört man, FDP-Mitglieder seien an ihrem Schicksal selber schuld. Horst hat eine klassische FDP-Karriere hinter sich. So los ging das in der Schule. Da ließen irgendwelche Leute so einen FDP-Flyer kreisen. Und ich habe aus Neugier dann auch mal drauf geguckt. Außer Spaß stand da halt nicht viel. Und dachte ich, hey, was ist schon dabei, wenn du da auch mal dein Kreuz machst? Ne? Die unvermeidliche Folge: Parteimitgliedschaft, sozialer Abstieg. Am Ende kann sich Horst nicht einmal mehr eine eigene Meinung leisten. Er rutscht in die Beschaffungskriminalität ab. Zuerst habe ich nur Spenden gestückelt, aber das Geld hat dann immer nur für so ein paar Tage gereicht. Dann bin ich irgendwann das erste Mal nach Liechtenstein gefahren. Dann der Tiefpunkt. Horst E. steht in der Fußgängerzone und prostituiert sich für die FDP. Er verspricht wildfremden Männern jede Menge Spaß und mehr netto. Die Wende. Ein ehemaliger Parteifreund nimmt Horst zu einem Treffen der anonymen Liberalen mit. Der wichtige erste Schritt zur Therapie, das Eingeständnis der eigenen Abhängigkeit. Hallo, ich bin der Horst und ich bin seit 10 Jahren bei der FDP. Aber ich werde das schaffen. In den langen Jahren bei der FDP haben es die meisten hier verlernt, anderen zu vertrauen. In Gruppenübungen wird versucht, sozialen Rückhalt neu zu erfahren. Vertrau uns, wir fangen dich auf. Doch immer wieder fallen die Teilnehmer in alte Muster zurück. Gespräche helfen, das Erlebte zu verarbeiten. Dann... Komm, lass es raus. Dann hat Cornelia Pieper eine Rede gehalten. Du armer Hase. Der Entzug ist qualvoll. Immer wieder muss Horst sich übergeben, doch Horst ist auf einem guten Weg. Wenn er es schafft, trocken zu bleiben, hat er sich fest vorgenommen, seinen Schulabschluss nachzuholen. Und in ein paar Jahren will er vielleicht sogar einmal eine ganz unpopuläre Meinung vertreten.